habe es ja schon mal gesagt, der Grund für den deutschen Kanal hier ist im Wesentlichen ein einziger User, der mich mehr oder weniger mit meiner Wiki-Welt, also mit Wetzold, verknüpft hat. Und ich habe in der letzten Zeit, seitdem der Account da ist, immer mal wieder interessante Wechselwirkungen jetzt beobachtet. Zum Beispiel habe ich ja das Rahn-Video über Entropie gemacht. Da hat sich der Typ gemeldet, weil ich in seiner Kommentarspalte Werbung gemacht habe für mein Video. Und habe da auch scheinbar ein paar von seinen Fanboys gleich mitgetriggert und so. Ich habe das Video über den Parabelritter gemacht und dem habe ich eine E-Mail geschrieben und er hat sich schon mal angeguckt. Und er hat es scheinbar auch verstanden und das ist sehr gut, weil mir liegt der Alex wirklich am Herzen. Ich mag den Typen. Und den Clip zeige ich euch von ihm, worauf ich genau anspielen will. Dann wurde ich jetzt gefragt, ob ich die Gruppe 42 kenne. Nee, kenne ich nicht. Also ich habe von dem Account schon mal gehört, den gibt es wohl schon ziemlich lange. Also ich habe wirklich diese ganze Internet-Bubble-Kultur, die ist im Prinzip noch Neuland für mich, die kenne ich erst seit ein paar Jahren. Ich habe im Wesentlichen mein halbes Leben lang gezockt und nicht, ich war nicht Teil dieser Sache. Ich bin da noch ganz neu und ja, was ich sagen wollte ist, Sharing is caring und das meine ich wirklich so. Wenn ihr Connections habt zu irgendwem und vernetzen könnt und ihr meint, dass das was bringt, dann macht das ruhig. Weil wenn Thomas Gabrielis das kann, dann kann es jeder, weil der ist im Prinzip ein konservativer Opa und hat irgend so eine masochistische Ader, sich permanent meine Videos reinziehen zu müssen. Wahrscheinlich, weil. Also ich gehe davon aus, dass er denkt, oder vielleicht ist es auch so, dass es einfach keinen vergleichbaren linken Content gibt auf YouTube oder nicht genug. Und deswegen will er diesen Ausgleich schaffen und sich deswegen muss er sich dieser Qual unterziehen, sich permanent meinen Geseier reinzuziehen. Was ich auf jeden Fall an ihm schätze und habe ich ja auch in meinem Livestream schon ein paar Mal gesagt. Das ist tatsächlich interessant, weil das ist ein einziges Individuum und es hat eine Entscheidung getroffen und das hat sozusagen an ein anderes Individuum beeinflusst und so weiter und so fort. Ja, ich meine, dadurch im Prinzip, mehr oder weniger, hatte ich dann ja, den Talk mit Detail verliebt und ich glaube, das Video ist ein gutes Video geworden, insbesondere weil ich ja da völlig klar mache, was ich als eins der größten Probleme ansehe unserer Gesellschaft. Dass wir durch die Automatisierung und durch die maximale Entfremdung sozusagen die Mechanismen, die unsere Probleme verursachen, jetzt outsourcen und automatisieren, sodass wir sie später nicht mehr kontrollieren können und alles nur noch schlimmer werden kann dadurch. Diese Feedback Loops, die wir selber entstehen lassen haben und unsere ganzen Probleme verursachen, dass die jetzt sozusagen immer heftiger reingehen und durch High-Frequency-Trading und vollständige Entfremdung auf Finanzmärkten irgendwann auch wieder Einflüsse auf unser echtes Leben hier haben. Und klar ist das alles ein bisschen dystopisch, aber wie gesagt, dazu habe ich ja jetzt extra das Video mit der mentalen Kapazität gemacht. Ich habe halt die mentale Kapazität, mich damit zu beschäftigen, das auszusprechen, das zu analysieren und danach noch mein Leben weiterzuführen und muss mich da nicht grämen oder so. Ihr braucht mich da auch nicht missverstehen. Wenn ich so eine dystopische Grundeinstellung habe, dann liegt das daran, dass ich das halt schon, dass ich das so sehe. Ich bin halt Physiker, ich gucke mir das an und dann, ja, dann habe ich da ein Urteil dazu. So läuft das. Und wenn das Urteil etwas ist, was gegen meine persönlichen Rechte als menschliches Individuum oder meine persönliche Auffassung oder meine persönliche Bias geht, dann spreche ich es halt trotzdem aus. So läuft das ja in der Wissenschaft typischerweise auch. Und ihr könnt das auch beobachten. Andere Wissenschaftler, wenn ihr mal sozusagen einen interessanten Talk mit irgendwem anders seht auf YouTube, der jetzt mal wirklich einen Peil hat, die sind alle relativ. Die haben immer eine gewisse Distanz und unterscheiden stets zwischen ihren eigenen persönlichen Bedürfnissen und ihren, ja, wie sie sich gerne die Welt wünschen würden und
zwischen der Bestandsaufnahme und der Tatsache, wie sie die Dinge nun mal sehen und wie es nun mal ist. Und das wollte ich eigentlich nur mal sagen. Ich wollte das Video nur machen und ich verlinke jetzt gleich hier, ich spiele jetzt gleich den Clip an, den kurzen Clip vom Alex. Und ich meine mich empor erheben zu dürfen, weil ich ja weiß, dass er mein Video gesehen hat, dass er das jetzt durch mich verstanden hat. Und das finde ich gut. Ich hoffe, dass es eventuell irgendwie möglich ist, in diesem Jahr wieder einen Herbstreigen oder sogar ein Sternenklang-Festival zu haben. Und vielleicht treffe ich mich mal mit Alex auf ein Bier und dann kann er mir entweder einen in die Fresse hauen, weil er mich kacke findet, oder wir unterhalten uns ganz lieb. Wie dem auch sei. Tschüss. Am Ende sind alle abhängig von Systemen. Am Ende sind die Systeme immer die Gewinner. Lieferando, Amazon, Spotify. Ja. Und während wir quasi alle komfortabel genießen, sind wir freiwillig zu den Sklaven dieser Systeme geworden. Wir haben uns selbst als Gesellschaft dem ausgeliefert und einige wenige werden belohnt. Aber nur, weil sie besonders nützlich für diese Systeme sind. Ja, das ist so eine meiner Kernerkenntnisse der letzten Monate irgendwie. Ich, ne, Beispiel, ich bin kein Influencer, ich bin ein Mensch, der für eine gewisse Zeit die Metriken der Systeme, auf YouTube zum Beispiel, gut verstanden hat und wiederum mehr Menschen zu mehr Konsum verführen konnte. Nichts anderes ist es. Ich bin völlig wertlos für diese Plattform, wenn ich das nicht kann. Wenn man es so rumsieht, ist das alles ganz schön gruselig. Ja, aber ich fürchte, diese zynische Betrachtungsweise ist die richtige. Zitat: Man fühlt sich als Creator nicht mehr ernst genommen. Und damit meint er nicht mehr ernst genommen von YouTube. Und jetzt sage ich dir mal was, Alex. YouTube nimmt dich von Anfang an nicht ernst als Creator. Alle Creator sind Teil des Kreislaufs und das ist so gewollt. Das ist genau das gleiche Verfahren, was hinter der Idee von Lieferheld steckt zum Beispiel. Der Verteiler. Es geht nur um den Verteiler. Wer den Verteilerschlüssel hat, der kann einen sogenannten Merkantilismus machen. Der beherrscht den Marktplatz, weil es sein eigener Marktplatz ist. Und bei Lieferheld ist es das Gleiche. Lieferheld interessiert sich natürlich nicht für die Nahrungsmittel. Ja. Lieferheld ist einfach nur der größte Verteiler und deswegen kann es Leuten aufdiktieren, du musst bei mir deine Produkte als Lieferprodukte anbieten, um Geld zu überhaupt noch Geld zu machen. Und wir kriegen da natürlich was von ab. Und auf der anderen Seite, die Leute, die das austeilen und so, klar, das ist eine riesen Ausbeutung auch noch dabei, aber es ist Ausbeutung auf beiden Seiten. YouTube hat es nur so geschickt gemacht, dass die Leuten irgendwelche Buttons nach Hause schicken, wo drauf steht, du hast 100.000 Subscriber und sie labern dich voll und kosi-schmusi und man wird immer mal eingeladen, weil man Reichweite hat in irgendwelche Interviews und so. Ja, genau das. Aber YouTube nimmt die Creator natürlich nicht ernst. Die YouTuber, die dort ihre Lebenskraft reinstecken, kriegen einen Bruchteil von dem Geld, was sie erwirtschaften, kriegen sie ausgezahlt. Das ist im Prinzip wahrscheinlich so eine Art Hungerlohn. Die meisten YouTuber machen natürlich wahrscheinlich Geld mit Product Placements, machen sich dadurch aber noch mehr abhängig. Das muss klar sein. YouTube nimmt die Creator nicht ernst. Sie sind Teil des Produkts. Und ja, und das ist extrem bezeichnend, weil Alex scheinbar dachte, er wurde vorher ernst genommen von YouTube. Und da muss man ganz klar sagen, ja, das ist eine naive Vorstellung. Dass ein Großkonzern, der vollständig entfremdet von allem ist, außer seinem eigenen Businessmodell, irgendwo in Kalifornien, dass der einen Fick drauf gibt, was irgendein Boy aus Halle dazu zu sagen hat. Solange wie der Boy aus Halle Videos macht und die werden geklickt und am besten noch Nische only und richtig schön radikalisieren, solange wie das passiert, ist YouTube doch zufrieden. Das ist ganz einfach. Das ist die bittere Wahrheit. Und das kann man natürlich nicht sehen, wenn man Teil des Problems wird. Übrigens, der Kanal ist wie eine schöne Vorlesung aufgebaut. Wenn ich unten Videos verlinke, dann wäre es angebracht, sich die auch reinzuziehen, weil das aufeinander aufbaut. Bestimmte Begriffe werden definiert, viele Beispiele werden genannt. Und ich denke mir schon was dabei, weil es sozusagen meinen eigenen Erkenntnisprozess abbildet, die Reihenfolge, in denen ich die Videos hier hochlade.